Auf geht's! Sagt mir, Voration, wie sollen wir eurer Welt ein Ende setzen? Das Phasenprisma des Tempels kann überladen werden, was einen Energieimpuls in den Planetenkern leiten wird. Ist dieser stark genug, wird der Planet zerbersten. Amon wird hier nicht herrschen. Ich habe über euren Entschluss nachgedacht. Habt ihr eure Meinung geändert? Nein. Meine Zeit hier hat mir den Mut eures Volkes gezeigt. Wir müssen kämpfen. Amon soll genauso leiden wie wir. Wir werden so viele von Amons Zergen und Hybriden wie möglich durch das Tor locken. Erst wenn genügend von ihnen hier sind, werden wir den Tempel überladen und fliehen. Ihr wollt ihn verwunden? Ein kühner Plan. Doch wir können unsere Truppen nicht aufs Spiel setzen. Überlass das mir, Matriarchen. Die dunklen Templer haben mich viel gelehrt. Oh Mann. Unsere Truppen haben das Gebiet um den Xel'Naga-Tempel gesichert. Atanis, wie schreiten eure Vorbereitungen voran? Ich bin dabei, den Tempel zu konfigurieren. Doch ohne Urash und Kalis wird es mehr Zeit in Anspruch nehmen. Zeit ist nicht das einzige Problem. Die Energien des Tempels werden von 3 Zenitsteinen reguliert. Erst wenn sie zerstört sind, kann der Tempel überladen werden. Bis dieser Prozess abgeschlossen ist, müssen wir ihn gegen die Zerg und Hybriden verteidigen. Wir Nerazim verwenden seit langem Kailarin-Monolithen, um Eindringlinge zu bekämpfen. Wie ich sehe, hat euer Phasenschmied diese Technologie bereits studiert. Das habe ich, Matriarchin. Die Monolithen sind eine äußerst effiziente Waffe mit beträchtlicher Reichweite. Sie werden für unsere Verteidigung von zentraler Bedeutung sein. Der Augenblick ist gekommen. Lasst uns beginnen! Zerg auf Shakuras. Je schneller die Zenitsteine zerstört werden, desto leichter wird es für uns. Uns bleibt nur wenig Zeit, bis die Zerg die Tempelanlagen überrennen. Jetzt habe ich schon wieder nicht drauf geguckt. Doch wenn nötig, können sich meine dunklen Templer unerkannt an den gegnerischen Linien vorbeischleichen und die Steine zerstören. Verhilft uns zum Ruhm. Wie ihr meint. Sorgt Kaladas. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Seid vorsichtig, wenn ihr einen Zenitstein angreift. Die darin enthaltene Energie kann instabil werden, wenn die Steine beschädigt sind. Es ist uns eine Ehre. Wir gehorchen. So soll es sein. Ewiglich. Die Zerg sammeln sich für einen Angriff im Südwesten. Entfacht eure Klingenkrieger. Ich hätte hier auch splitten können an jeden einen, ne? Unser Tag stimmt eigentlich. Wird kommen. Im Exil gibt es keinen Trost. Es ist uns eine Ehre. So. Was denn? Oh, okay. Naja, ich komme sofort. Irach, es befinden sich weitere Ressourcen in diesem Gebiet. Wir könnten einen zweiten Nexus in der Nähe errichten, um den Ressourcenabbau zu beschleunigen. Ja, ja.
Ich mache erstmal zwei Schildgeneratoren hin. Den doppelte länger. Dann mache ich nochmal einen Pylon hin. Und noch einen. Kommt, ja. Ja, noch ein Nexus aufbauen, hat er gesagt. Ach. Eine weitere Zerrbrut bereitet einen Angriff von ihrem Schwarmstoff im Nordwesten vor. Ja. Nichts gut, ne? Ich diene den Erstgeborenen. Und cool. Nein! Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ach komm schon. Hier ist auf jeden Fall safe. Ja. Ach so, da habe ich schon einen hingeschickt. Ah, okay. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Artanis, unsere Beobachter berichten, dass eine riesige Welle Zerg auf Shakuras eingefallen ist. Und doch, kein einziger Hybrid darunter. Aron versucht, unsere Entschlossenheit zu testen. Hier hau ich auch noch so ein dickes Ding hin. So. Oh, hier ist auch noch ein. Ah ne, da ist die Brücke zerbrochen, alles klar. Hier unten ist auch noch ein Durchgang, ne? Oh, damn. Die Zerg nähern sich dem Tempel vom südöstlichen Zugang. Oh, damn. Gerade noch vorher gesehen, ne? Ganz knapp. Ah. Der geht da. Komm. Komm, Jo. Komm, rette mich. Rette mich! Es ist uns eine Ehre. So. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So. Euren Befehl. Templer, macht euch bereit.
Die Zerg rücken von beiden Seiten zum Tempel vor. Ja, okay, bleib doch hier. Ah. D. Ja, ja, sobald die Verteidigung steht, dann kann ich auch wieder ein bisschen Eco machen. So. Hier so ein Schildgenerator hin, dann machen wir da noch so ein Schildgenerator hin. Oh, easy. Wird da gleich. Easy. So, so ein dickes Teil. So, alles klar. Hier voll gepumpt. Aber das ist auch gleich leer, oder? Nee. Oh, da geht noch was. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Nicht. Komm, jetzt aber. So soll es sein. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend. Wie ihr meint. Unser Licht lebt weiter. Es ist uns eine Ehre. Ewiglich. Gehorchen. En Arras Adari. Ayur wird auferstehen. Es müsste normalerweise hier für die Wall kein Problem sein, ne? Normalerweise. Ja, hier noch mehr Shield-Dinger hinstellen. So soll es sein. Meine ich doch. Unser Licht lebt weiter. So. Na gut. So soll es sein. Da kommen die ja wohl nicht durch. Seltsam. Eine Gruppe Overlords nähert sich der Tempelanlage. Diese Taktik kommt mir bekannt vor. Sie transportieren Bodeneinheiten. Schnell, vernichtet die Overlords. Kann ich nicht. Es ist vollbracht. Die Zenitsteine wurden zerstört. Sobald ihr bereit seid, können wir den Tempel überladen. Verstanden. Die Ausrichtung des Tempels schreitet voran. Nun warten wir auf die Zerg. So. Unsere Sensoren registrieren fast eine halbe Milliarde Zerg auf Shakuras. Und sie alle bewegen sich auf den Tempel zu. Lasst sie kommen. Die Templer werden ihnen standhalten. Ja.
Oh, oh. Komm. Sprung. Geist. Schön. Updates. Die Vergeltung wartet. So, aber wir können noch mal ein paar Dronies bauen, ne? Das geht. Vielleicht noch ein paar mehr Dingas. Seid wachsam, Krieger. Die Zerg attackieren den Tempel von allen drei Seiten gleichzeitig. Von alle Seiten! Ja, sehr gut. Ach, gar kein Problem, komm. Da noch so ein Ding, da noch so ein Ding, zack. Oh, auch gar kein Problem. Hier ist die fette Armee. Es ist uns eine Ehre. So soll es sein. Schön. Im Exil gibt es keinen Trost. Was denn? Was hat denn? So. Na, jetzt heißt es eigentlich nur noch warten, bis ich hier die Milliarde Zerg zusammen habe, ne? Oder? Ich meine schon, ne? Wir werden für Gerechtigkeit sorgen. Durchgeführt. Upgrade. Das können wir bauen. Das haben wir noch vergessen. Komm. Wer weiß, was da noch kommt, ne? Doppelt hält länger. Ich diene den Erstgeborenen. Man weiß es ja nicht, ne? Ihr benötigt mehr Spingas. Der Blick des Meisters fällt auf eure Welt des Zwielichts. Okay. Bei den Göttern. Nie zuvor sah ich solche Monstrositäten. Krieger, konzentriert euer Feuer auf die Hybriden. Der Tempel darf nicht fallen. Ja, müsste eigentlich klar gehen. Quick, quick. Im
Exil gibt. Rache für Ayur. So, 710. Oha, da kommen zwei dicke Ulis. Das müsste auch gar kein Problem sein. Auch gar kein Problem. So, da passt noch einer hin. Da können wir noch einen hinmachen. Da können wir noch einen hinmachen. Hier. Und tschüss. Ja, ach, guck mal an. Schicken wir die mal alle dahin. Können wir eigentlich auch hier belohnen. Hierarch, nicht zuvor sah ich eine solch gewaltige Masse am Zerg. War dies die Bedrohung, der meine Mutter einst gegenüberstand? Nein, Matriarchin. Diese Bedrohung ist um einiges gewaltiger. Wir werden all unsere Kraft aufbringen müssen, wenn wir bestehen wollen. Ja, okay. Ja, okay. What? Okay, was kommt da unten? Alles klar. Oops. Ist da gebacken? Alles klar. Mehr Gas. Boah, zum Glück habe ich das Gas-Update geholt. Keine Worker und so. Herrlichkeit verhilft uns zum Ruhm. Ja, müsste aber trotz allem easy zu schaffen sein. Gebt euren Befehl. Ganz schön viele Zerg auf Chakuras, ne? Der Augenblick rückt näher, Krieger.
Der Tempel beginnt sich neu auszurichten. Bald wird er bereit sein. Mirage, ich habe einen Solaritspeicher unterhalb des Xel'Naga-Tempels entdeckt. Wenn wir noch etwas länger durchhalten, kann ich ihn möglicherweise bergen. Beginnt mit der Bergung, Karax. Wir werden den Tempel so lange wie möglich halten. Ewiglich. Ah, das Bonusziel. Okay. Wow. Ich diene den Erstgeborenen. Es ruckelt leider leicht. Jetzt, wo so viele Zerg im Anmarsch sind. Gosh. So. Ja, es müsste aber trotz allem, wie gesagt, easy gehen. Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, sind die Lufteinheiten, weil da habe ich nichts für, so wirklich. Die Lufteinheiten. Die machen mir ein bisschen Sorge. Die Vergeltung wartet. Hier sind genug. Hier oben. Das ist ein bisschen problematisch. Auch noch mehr von den dicken Dingern, denke ich. Zack, zack. Zack, zack. Zack. Die Solaritbergung läuft. Halte die Stellung noch etwas länger. Gar kein Problem, ich versuch's. Ich diene den Erstgeborenen. Ah, mal gucken, ey. Das wird bestimmt jetzt noch richtig hart. Ich frag mich, wieso die DTs sterben. Ich dachte, die bleiben unsichtbar. Ihr wisst, was ich meine. Ja, hier. Na, scheinbar. Nicht genug Gas, ne? Läuft doch. Trotz allem. So. Basis. Ihr benötigt mehr des Fingas. Ihr benötigt mehr des Fingas. Ich diene den Erstgeborenen. Unsere Bestimmung liegt in unserer Heimat. Gebt euren Befehl. Es ist uns eine Ehre. Ajur wird auferstehen. 1,2 haben wir.
Basis wird angegriffen. Creep in der Base. Ich gehe den ersten, der wird angegriffen. Die Minimap blitzt so krass, ich sehe überhaupt nicht mehr, wo was abgeht. Ja, das läuft aber. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Sehr geile Wall hier. Naja, die Luftdinger. Die waren schon bei Wings of Liberty damals in der letzten Mission, wo die Zergwellen kamen, immer das Problem. Die Flugeinheiten. Ein Kabuma in der Nähe! So, ich trinke mal einen Schluck. Das sieht ja doch sehr entspannt aus gerade. Boah, die Banelinge. Die haben gute. Alter. Die haben gut durchgestoßen, ne? Die Banes. Wie viele? Hinterher ist ein Erfolg, überlebe 2 Millionen oder was? Milliarden? So soll es sein. Wir gehorchen. Ich dachte, die wären unsichtbar. Dauerhaft. Wahrscheinlich nur, wenn sie nicht kämpfen oder so. Air Units. Soll ich noch was abwarten, Leute? Was sagt er? Ich würde sagen, ja. Jetzt hänge ich hier schon über 30 Minuten in dem Ding, oder?
Oder? Erwarte Instruktionen. Unser Tag wird kommen. Hier fehlen ein paar, ne? So. Rache für Ayu. Eure Sünden werden angegriffen. Ich diene den Erstgeborenen. Ach komm, ich zünde es. Bin ich jetzt dadurch? Leite den dimensionalen Rückruf ein. Verlass diesen Planeten, verliert keine Zeit. Nydus, die Zerg werden den Tempel jeden Moment einnehmen. Habt Vertrauen, Matriarchin. Die Gefallenen eures Volkes schreien nach Rache. Und sie werden sie bekommen. Hammerhart. Ja, okay. Oh, 1,8. Bei 1,7 habe ich auch weiter gedrückt, ne? Was ein Pech. Das hätte ich ja wohl locker geschafft. Naja, schade, schade. Aber sowas in der Art habe ich mir schon gedacht. Egal, hole ich nach. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und nächste Folge.